Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Display-Unboxing. Ich bin's wieder, euer Patrick, und natürlich ganz passend mit Oath of the Gatewatch. Heute ist ja Listtag, ab heute kann man Booster, Display und so weiter kaufen. Und mit freundlicher Unterstützung vom Spieler kann ich euch das auch heute schon zeigen. Mein Display, ich habe es mal wieder einen Schnitt gemacht, damit es leicht zum Aufmachen geht. Wer zum ersten Mal mich unboxen sieht, der sage ich kurz, was ihm erwartet. Also ich werde die 36 Booster natürlich aufmachen, das ist das Unboxing ja generell. Werde über Commons und Uncommons eher drüber gehen, sage ich jetzt einmal. Das heißt, vielleicht ab und zu einer was dazu sagen, wenn ich das Gefühl habe, es ist nötig, oder wenn ich halt über irgendwas plaudern möchte, was passend ist. Bei den Rares, Mythics und natürlich bei den Foils bleibe ich länger, sage meine Meinung zu der Karte. Und ja, ansonsten gibt es nebenbei vielleicht wieder mal, also natürlich sicher wieder von meinem Release, was so passiert ist. Und wer es noch nicht gesehen hat, ich mache fast immer am Anfang, dass ich die Booster nach den Motiven auflege. Wie ihr da jetzt schon seht, oder jetzt, ab jetzt seht, weil ich es jetzt ins Kamerabild gerückt habe, gibt es wie immer vier Motive. Und zwar sind die mit vier Motive die vier Oaths. Das heißt, Nissa, Chase, Gideon und Chandra. Interessanterweise mal nicht gleich verteilt, oder ich habe mich irgendwie vertan. Wie auch immer, gleich schön im Color Wheel aufgelegt. Wir fangen mit Gideon an. Wer mein Battle for Zendika Unboxing gesehen hat, bei denen ist jetzt nichts Neues. Für alle anderen, Achtung Spoiler, ich habe im Battle for Zendika keine Expedition aufgemacht in meinem Display. Auch in meinem zweiten Display nicht, was ich nicht vor der Kamera aufgemacht habe. Auch in meinem Fatpack nicht, insofern war ich super traurig. Und insofern hoffe ich, dass das jetzt passiert. Vorweg, es gibt wieder Full Outlander, es gibt die Battle for Zendika Full Outlander in den Oath of the Gatewatch Boostern. Das heißt, wer Full Outlander mag und wer mag sie denn nicht, kann die genauso kriegen. Es gibt wieder einen Haufen voll Token. Es gibt 11 verschiedene, um genau zu sein. Meine erste Rare ist das Hedron Alignment. Ja, wer den Spoiler-Alarm gesehen hat, weiß, was der Christoph und ich dazu gesagt haben. Es ist natürlich eine coole Idee, mit den vier Karten einfach mal zu sagen, hup, ich habe gewonnen. Es ist aber, glaube ich, sehr schwer durchzuziehen, und wenn, dann nur im Legacy wirklich irgendwie zum Bewerkstelligen, weil es halt einfach schwierig ist, die Karten raus und rein zu bekommen. Warum ich traurig bin, dass ich keine Expedition aufgemacht habe, abgesehen davon, dass man, glaube ich, immer traurig ist, wenn man keine Expedition aufmacht. Ein Freund von mir, du weißt, wer du bist, hat in einem einzigen Display, ein einziges Display sich gekauft, hatte drin Gideon, Drana, Ulamog und Watery Grave als Expedition. Ich meine, hallo, ist doch eine Frechheit, ich will auch. Also schauen wir mal, ob ich jetzt auch kriege. Auf jeden Fall kriege ich mal einen Bearer of Silence. Den hatte ich auch in meinem Sealed Pool. Den finde ich eigentlich ganz cool. Das ist halt für 2 Mana ein 2-1 Flieger. Das ist schon ganz gut, der aggressiv ist. Und wenn du halt das Waste Mana zahlen kannst, plus 1, musst du gegen halt eine Kreatur opfern. Das kann im Sealed ab und zu nicht so toll sein, wenn halt irgendeine ranzige Kreatur hat. Aber es ist auf jeden Fall ein Removal, ohne dass du dafür was gemacht hast. Also eigentlich ein 1-0, weil er hat was geopfert und du hast halt eine Kreatur gekriegt dafür. Finde ich schon ganz cool. Glaube ich, dass die im Constructed sogar noch eine Spur besser ist, wo du halt das Ganze irgendwie, wo die Kreaturen halt besser sind, wo du halt das irgendwie besser auf Setupen kannst. Dazu muss man halt sagen, oh, Glitzer. Ja. Dazu muss man sagen, dass Glitzer Mountains immer cool sind. Oder Glitzerländer. Schaut gut aus. Ach, gefällt mir. Gegen die Karte habe ich einmal gespielt im Sealed. Die ist schon dann ziemlich abgegangen, weil jedes Mal eine Karte ziehen, wenn man eine Kreatur spielt, ist schon wirklich stark. Im Constructed wäre der Effekt natürlich auch gut, beide Effekte, aber 7 Mana ist halt einfach zu viel, finde ich, für Constructed. Was die Karte halt jetzt nicht viel an Value oder Spielbarkeit nimmt, leider. Zum Ziel sei gesagt, oder halt überhaupt zum Limited, das Kalles Mana, wo ich jetzt noch gar keins aufgemacht habe, kein Waste, oder ich habe es übersehen.
Ah ja, es gibt neue Ski und Artworks. Die sehen cool aus. Dread Defiler. Ah ja, das ist der Typ, wo man was aus dem Griffbrett entfernen kann oder verschießen kann. Reconstructed finde ich den leider nicht gut genug, weil du einfach ja dann eh die fetten Kreaturen spielen musst, damit die Fähigkeit gut ist. Aber warum gewinnst du dann nicht einfach mit den fetten Kreaturen, ja? Ich meine, es ist natürlich okay, weil du ohne Angreifen gewinnen kannst, aber ich, und 7 Mana, 6, 8 ist auch fair von den Kosten nutzen. Ich glaube, dass halt nicht gut genug ist. Aber auch er braucht eben das Waste Mana zum Aktivieren. Und das Waste Mana ist halt schon eine wirkliche Einschränkung. Das heißt, wenn du halt das zweifällige Deck spielst, mit Wastes halt, dann spielst du fast schon das dreifällige Deck, weil die Wastes halt schon so eine halbe Farbe sind, weil manche, also die Karte kann ich auch spielen, jetzt ohne dass ich Waste habe, aber manche Karten brauchen halt Waste Mana. Oh, nice. Oh, nice, nice. Okay, kurz innehalten, dann erzähle ich weiter. Ja, Mainland ist natürlich super cool. Das schwarz-grüne Mainland, also was nebenbei ein Dualland ist, was dann 2-2 Death-Touch-Kreatur wird, ist brauchbar, wird sicher gespielt werden in Modern als auch in Standard. Also, das ist eine gute Karte, die man brauchen kann. Und Mina und Den Wildborn als 4 Mana 4-4 sind auch schon gut genug und dann halt jede Runde eine zu sich Land spielen können, ist wirklich gut. Eingebaute Ramp in der brauchbaren Kreatur. Die Fähigkeit finde ich eine Draufgabe. Ist natürlich okay, weil wo willst du die Kreatur spielen? In Decks, die wahrscheinlich eh dicke Kreatur spielen. Und wenn eine dicke Kreatur dann nicht Trample hat, dann kannst du halt Trample geben. Ohne praktisch, dass es dich was kostet, weil es kostet dich halt nur 2 Mana. Und das Land, das du zurücknimmst, kannst du entweder, hast du entweder eh schon zusätzlich auch gespielt oder kannst du einfach nochmal legen, ja. Abgesehen davon, eine Foil Rare zu haben, ist immer nice. Ja, wie ihr gesehen habt, jetzt habe ich schon relativ viele Booster aufgemacht. Ich habe kein Basic Waste gehabt. Was insofern blöd ist sozusagen, weil ich das anhand dieses eigentlich erklären wollte. Aber das ist jetzt auch, da war jetzt gar kein Waste drin. Zum Beispiel, wenn man den Typen dann hat, für 5-6 Mana eine 4-4 ist nicht aufregend, für 6 Mana eine 4-4, wo man eine Karte ziehen kann, wenn sie dem Spieler Schaden zumacht, ist okay. Wenn man dann für 4 Mana ihn gegen eine Kreatur unblockbar macht, ist auch okay. Also in Summe ist die Kreatur generell nicht so aufregend, finde ich, haben wir auch im Spoiler-Alarm gesagt. Aber natürlich, wenn du dann das gar nicht zahlen kannst, weil du halt das Waste-Mana nicht hast, dann ist es halt gleich noch einmal ein Level schlechter. Und Basic-Länder kriegst du ja immer beim beim Sealed oder beim Draft. Also halt Basic-Länder meine ich jetzt Mountain, Forest, Plains, Island, Swamp. Aber Wastes bekommst du nicht. Das heißt, wenn du Wastes spielen willst, musst du Wastelander selber im Pool haben, entweder gepickt haben oder halt im Sealed Pool haben. Zu der sage ich jetzt kurz was zur Wall of Resurgence, weil es gibt zwar immer diese Fähigkeit, dass du Länder zu Kreaturen machen kannst, als Keyword, aber es gibt dafür eben in mehreren Farben, also in jeder Farbe, glaube ich, oder zumindest in mehreren Kreaturen, die, wenn sie sterben oder ins Spiel kommen, was zu einem Land, also eine Land zu einer Kreatur machen mit Marken, was genau dasselbe ist. Und das ist die Wall of Resurgence, ist sicher eine der besseren, weil ein 0-6 Defender ist schon ganz okay, der da halt noch einen 3-3er mitbringt. Ja. Der Dread Defiler, haben wir schon gerade gehabt, oder? Ich habe ein Déjà-vu. Ja, also gilt, was ich vorhin gesagt habe. Und zu den Waste, ja, du brauchst halt irgendwie Wasteländer, weil die Waste Base kriegst du nicht und der zum Beispiel ist zwar ein cooler Typ für 4 Mana und 2 5er, wenn er dann zu einer 4-3er wird, ist er auch noch, ist es noch nicer, aber du brauchst halt auch wieder das Waste Mana, beziehungsweise das Colorless Mana. Noch ein Mainland. Ja, das Mainland ist super cool. In der Zwischenzeit weiß ich auch, was eine Fumarole ist. Wer das Video gesehen hat, weiß es auch. Eine Fumarole ist eine
heiße Wassersäule, Wassergassäule oder wie auch immer, im Endeffekt halt wie ein Geysir so in die Richtung. Ja, das soll das auch scheinbar darstellen. Beim Spoiler-Alarm wussten wir es noch nicht, ich habe es dann in Duden nachgesehen. Wie auch immer, die Karte selber ist cool, 4 Mana einen 1-4er machen, der dann halt so eine 4-1er werden kann, wann immer ich es brauche oder auch wieder andersrum. Ist halt perfekt in vielen Decks, einfach um aggressiv oder defensiv sein zu können, wie ich es halt, wie gesagt, halt gerade brauche. Ja, aber ich meine, wenn man jetzt keine Basic Waste hat, kann man natürlich die nehmen, die machen auch zum Beispiel ein Waste-Mana oder mach halt auch ein Mana in einer beliebigen Farbe. Seine Superkarte hatte ich auch in meinem Sealed-Pool, habe ich auch gespielt, oder habe ich teilweise gespielt, weil es halt ein Fixing ist. Nein, habe ich gespielt. Den Typen habe ich auch gespielt, finde ich auch eine gute Karte. Eine 3-Mana, 2-3 Reacher finde ich schon gut, dass wenn er dann eine fliegende Kreatur blockt noch plus 2 plus 0 kriegt, ist halt sehr gut, weil damit kann er schon fast jede fliegende Kreatur töten. Entweder tradet er sie oder überlebt sogar. Das ist auf jeden Fall ziemlich fair. Oh, oho, nochmal Glitzer. Zuerst mal der Endbringer, der ist auch ziemlich fair. Eine Karte, bei dem 3 Abilities draufstehen, die alle 3 gut sind und der 2-mal praktisch enttappt im gegnerischen Zug und in deinem. Im Multiplayer natürlich noch öfter enttappt. 6 Mana, 5-5 ist okay. Ein Schaden schießen ist okay. Eine Kreatur nicht angreifen lassen oder nicht blocken lassen ist auch okay. Eine Karte ziehen ist sehr okay. Also durchaus gute Karte, sicher viel gespielt. Pulse of Murasa finde ich persönlich auch sehr okay. Da habe ich schon mit einem Freund ein bisschen diskutiert, der meinte, ich finde das jetzt nicht so toll. Ich finde halt, also jetzt im Sealed, ja, oder Limited, im Constructed, finde ich das halt, ist es wahrscheinlich auch nicht gut genug. Wobei, 3 Mana, 6 Leben ist schon gut. 3 Mana, 6 Leben, eine Kreatur oder Land auf die Hand zurücknehmen, ist wirklich gut, einfach weil du halt dir praktisch mit 6 Leben einen Zug meistens kaufst, oder teilweise sogar mehr als einen Zug, für 3 Mana aber oft 2 Sachen noch spielen kannst, also das und das andere spielen kannst in dem Zug, das heißt, du hast keinen kompletten Zug dafür aufgegeben und du holst einfach deine beste Kreatur zurück aus dem Friedhof auf die Hand oder halt das Land, was du gerade brauchst, weil du halt, keine Ahnung, noch ein Land brauchst, um was zu fetchen oder wie auch immer. Den Vampire Envoy hatte ich auch in meinem Sealed Pool, der ist 1-4 fliegend, das ist sehr gut, finde ich sehr gut, weil er halt fast alles in der Luft blockt. Und wenn man angreift, kriegt man noch ein Leben, das ist ein netter Bonus. Viel Damage macht er mit 1 natürlich nicht, aber ja, Ping of Death geht auch. Man kann auch einfach so gemütlich langsam gewinnen. Die Deceiver-Form, oder Deceiver-Off-Form, wie auch immer, da habe ich ein bisschen am Blödsinn teilweise geredet, also eigentlich beide, der Christopher und ich, im Spoiler-Alarm. Der Christopher hat irgendwie gemeint, wenn man Kosilek oben auf hat, ist das ganz witzig. Das Problem ist halt, dass dann alle legendär sind, weil der halt die komplette Karte kopiert und nicht nur Power and Toughness, was wir ursprünglich geglaubt haben. Dafür habe ich dann später gesagt, dass er eben nur Power and Toughness kopiert und es wäre viel cooler, wenn er euch die komplette Karte kopieren würde. Ja, er macht das eh sozusagen. Ja, das war im Zusammenhang beim blauen Teil, wo ich gesagt habe, dass wenn er den kopieren würde mit dem Kartenzieher-Ability, wäre es gut. Das macht er auch. Also, da uns bitte zu entschuldigen, da haben wir ein Plätzchen gekriegt. So, Yorien Ruindiver. Finde ich eine gute Karte, ja. Wie habe ich im Spoiler-Alarm auch gesagt, für 3 Mann, 2-3 finde ich okay. Einen zweiten Spell zu spielen pro Turn ist meistens machbar, sage ich jetzt einmal. Und dann eine Karte zu ziehen ist ein echter Benefit. Ob es jetzt fürs Sealed ausreichend ist oder fürs Draft, weiß ich nicht, weil halt ich das Gefühl habe, dass im... Oh, eine Waste einmal. Dass im Draft halt doch irgendwie der mit der größten Kreatur momentan gewinnt und 2-3 ist halt nicht die größte Kreatur. Aber wenn man das Deck drum baut, geht es vielleicht noch immer. Zu den Wastes. Diese Basic Land Wastes sollten eigentlich doppelt kommen in den Boostern sein, dass ich jetzt in dem Haufen von Commons nicht geschafft habe, eine einzige drin zu haben, ist sehr unwahrscheinlich. Aber kann natürlich auch passieren und dann ist es für den Sealed Pool natürlich blöd, weil dann kann man
einige Karten einfach gar nicht spielen, weil man eben nicht die Wastes hat. Oh, wieder Glitzer. Das ist sehr viel Glitzer, das habe ich, kommt mir das nur so vor. Sphinx of the Final World. Der Christopher war davon begeistert oder ist davon begeistert, einfach weil er sagt, macht halt fürs Kontrollmirror eine super Karte, die halt mein Sideboard spielen will. Gebe ich ihm recht, glaube ich auch, dass man sie jetzt vielleicht sogar einmal im Sideboard bringen wird. Das Problem ist, die Drachen, eben Dragonlord Silumgar, Ojutai und Silumgar, The Drifting Death, sind halt zu gut, glaube ich, dass die sie verdrängen könnt. Insofern vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt oder halt jetzt als One-Off. Relentless Hunter für 3 Mana eine 3-3 ist okay. Für 3 Mana im +1/+1 und Trample zu geben ist auch okay. In Summe eine gute Karte fürs Limited, sage ich jetzt einmal. Wahrscheinlich keine Karte, die man Constructed sehen wird, befürchte ich, aber sie ist dafür sehr hübsch. Glitzert. Ja, mein Sealed Pool, also mein Sealed Deck, wie auch immer, mein Sealed Pool hat mich persönlich nicht begeistert. Oh, na bitte, da kommen jetzt die Wastes. Primär deswegen, weil ich irgendwie all over the place war, also ich hatte meine Pre-List-Karte war die Archie, oder wie die heißt, also diese blau, eigentlich blau, weiß-schwarze Rare, die halt Death Touch hat, die hatte ich auch selber in meinem Pool noch einmal. Die konnte ich aber dann im Endeffekt nicht spielen, warum? Nach den nächsten Karten. Das hatte ich zum Beispiel auch in meinem Pool und das ist halt ein super Removal, aber du brauchst halt das Waste Mana. Und wenn du das Waste Mana nicht hast, dann ist das halt einfach schade. Ja? Ich habe das gespielt, ich hatte auch genug Waste, ich hatte auch ein Waste Basic, ich hatte auch ein Fetchland, also halt ein Terramorphic Expanse oder wie das jetzt, welches da gerade drin ist. Dann konnte ich das spielen, aber wenn du das natürlich nicht hast, ja, ist natürlich ein bisschen bitter. Mundas Vanguard hatte ich nicht in meinem Pool, der ist natürlich im Limited, glaube ich, eine wirkliche Bombe, wenn du die Board-Situation machen kannst, dass du das Board stallst und dann halt in ein paar Mal aktivierst. Im Constructed finde ich ihn zu schlecht, im Limited war es so, dass ich, wenn ich meinen Gegner ihn hatte im Field, habe ich ihn immer sofort abgeschossen, wenn es irgendwie gegangen ist. Ich habe ihn im Endeffekt schwarz-grün gespielt. Schwarz, weil ich halt in Schwarz das gute Removal hatte und eben so Sachen wie den da, den ich halt gut finde. In Weiß hatte ich leider halt nur solche Typen, die halt Bären sind, aber ohne Pump-Spells und die hatte ich leider nicht halt weniger aufregend. Ich hatte auch das in Weiß, was sehr gut ist, aber Doppelweiß ist halt ein bisschen viel für den Splash. Dafür hatte ich das in Grün, hatte den da in Grün. Also mein Grün war okay von den Kreaturen, ich hatte auch ein paar bessere sozusagen, den Erntetroll. Vielleicht habe ich den noch irgendwann, dann kann ich ihn zeigen. Den hatte ich nicht in Grün, der ist aber ein Haverer, weil für 2 Mana ein 2-3er ist schon wirklich fair. Und wenn du halt die 6 Länder hast, ist er einfach ein 4-5, das heißt ja auch ein Late-Game kein schlechter Top-Deck. Und falls du halt doch irgendwie Länder haben solltest, die Kreaturen sind, gegen die auch nochmal +2/+2. Was glaube ich sehr fair ist für 2 Mana. So, schauen wir da, Waste. Jetzt kommen die Wastes. Call the Gatewatch, da will ich mir Two sagen. Oh! Also Glitzer Island, muss ich ehrlich gesehen, begeistert mich mehr als Call the Gatewatch, weil eine erstens glitzert das viel hübscher und andererseits werde ich das eher spielen als das. Weil ein Planeswalker raussuchen ist okay, wenn es das Deck gibt, was viele Planeswalker spielt. Das Deck, was viele Planeswalker spielt, gibt es irgendwie momentan nicht, auch deswegen, weil es halt die Flip-Planeswalker sind. Oder halt viele. Das Super-Friends-Deck halt, ja. Wo du vielleicht den One-Off-Planeswalker drin hast, den du dir raussuchen möchtest können. Das Problem ist halt, die Flip-Planeswalker kannst du dir nicht raussuchen, weil das Kreaturen sind, solange sie noch in deiner Bibliothek sind, weil sie halt dann nicht geflippt sind. So, Wastes. Sie sind theoretisch viele drin. Praktisch kommen sie jetzt erst. Ja. Deswegen ist das halt ein bisschen Problem momentan mit dem Call the Gatewatch. Das hatte ich auch in meinem Sealed Pool. Das habe ich auch dann mal reingebordet als Splash, weil das halt wirklich gut ist, weil es halt ein Removal ist, weil es auch die Eldrazis handeln kann. Und im Sealed ist halt doch so, dass irgendwie, wenn mal das 8-9er Eldrazi liegt, viel Removal gibt es dann halt nicht mehr dafür. Und das ist halt noch eins. Also, ja.
der Eldrazi Obligator, der halt für 3 Mana ein 3-1er ist oder halt für 5 Mana ein 3-1er ist, der die genische Kreatur flattert, ist eine gute, brauchbare Karte, wird man sicher in monoroten Sideboards und so sehen, einfach weil er halt als 3-1er Haste nur oder vielleicht sogar im Endeck aggressiv sein kann. Und wenn man das Mana hat, beziehungsweise es braucht, kann man auch mal einfach eine genische Kreatur flattern, um halt den Blocker wegzukriegen und den Damage durchzudrücken. Die Handschuhe. Ja, also die Handschuhe finde ich gut, weil sie halt eben einen Haverer bringen. Im Limited musst du einfach das aggressive Deck dafür sein, weil sonst sind halt 1-1er trotzdem schnell nicht mehr so aufregend. Im Konstrukt, glaube ich, kann man die besser verwenden, einfach weil man da halt eher das gute aggressive Deck bauen kann. Zum Beispiel auch im White Weenie Deck, was ich ja letztens vorgestellt habe, im Deckchen kann ich mir das als durchaus brauchbare Addition vorstellen. Ansonsten auch in Modern vielleicht, wo es halt einfach mehr Kreaturen gibt und auch mehr aggressive Decks gibt. Oh! Damit haben wir alle drei Manlands, wenn ich mich nicht täusche. Ja, alle drei Manlands. Das ist Needlespire, das ist das rot-weiße Manland, relativ offensichtlich, was er die 2-1er Double Striker bringt. Finde ich okay. Das Problem ist halt, dass ich 4 Mana ein bisschen viel einfach finde für einen 2-1er. Es macht halt 4 Schaden. Das ist halt schon gut, wenn man halt durchkommen kann oder wenn man halt den Trick hat oder so. Kann es auch mehr machen. Natürlich mit dem Pump-Effekt wird es dann echt frech, ja, an einem gewissen Zeitpunkt. Da ist ja noch einmal der Deep Phantom Skaller. Ah, Skalker, wie auch immer. Ja. Okay, die Karte. Haut mich jetzt nicht vom Stockerl. Kann ich auch, mir kann kaum vorstellen, dass man die im Konstrukt jetzt zu Gesicht bekommt, also jetzt im Standard. Tut mir leid, ich bin noch immer nicht ganz gesund. Und muss ab und zu was trinken, weil sonst versagt mir die Stimme. Oh, Glitzer. Machen wir Glitzer zuerst. Glitzer ist hübsch. Glitzer gibt einer Kreatur +2/+1 und Menace, das für 3 Mana. Ist gut eigentlich, weil das Menace halt schon eine wirklich gute Ability ist. Weil halt im aggressiven Deck du damit halt einfach den Gegner einfach Damage durchforcen kannst, weil er nicht mehr blocken kannst, wie er sich das gedacht hat. Problem ist, dass 3 Mana schon relativ viel ist. Und Problem natürlich ist, dass es dich immer für das 2-2-1, das berühmte, aufmacht. Den Freund hatte ich auch in grün in meinem Sealed Pool. Deswegen war auch ein Grund, warum ich grün gespielt habe. Einfach weil 7 Mana 6-6 ist okay. Das Support 6 ist sogar sehr gut. Ich habe sogar immer wieder mal geschafft, dass ich auch wirklich 6 Marken hingelegt habe, weil ich einfach schon viele Kreaturen hatte. Weil mein Deck tendenziell einfach viel viele Board-Stalls produziert hat und dann ist natürlich das einfach nett, wenn du dann deinen ganzen Freunde upgradest, um dann einfach mit dem Alpha-Strike zu gewinnen. Schub, schub. Die Corrupted Crossroads. Schub. Ja, für das die Void Deck sicher eine gute Karte, weil Länder, die 5 Mana machen, also alle 5 Farben machen, nicht 5 Mana, sind immer gut, halt in Wirklichkeit nur für das Deck. Ich habe jetzt schon Leute gesehen, die halt dieses Deck ausgebrannt haben, dass die Void Eldrazi Mischmasch Deck, was einfach aggressiv sein kann. Ich glaube, dass es für das Deck durchaus eine gute Karte ist. Wie gut das Deck dann sein wird oder so, muss man erst sehen, ja, weil momentan ist das natürlich alles nur Gedankenspielerei. Oh, nice one.
Da ist es, da ist es, da ist es. Ich scheiß mich an. Entschuldigung, nein, ich scheiß mich nicht an, das stinkt. Aber Dust Bowl ist urnice. Aus verschiedensten Gründen. Einerseits, weil es eine Expedition ist. Daumen hoch, ich habe meine Expedition aufgemacht. Ich bin ein glückliches Schweinchen. Andererseits, weil Dust Bowl sogar ein One-Off-Expedition ist, also ein One-Off-Land ist, das ich ab und zu in Legacy spiele. Weil es einfach eine coole Karte ist, gerade in den Decks, die halt auch ein Wasteland haben wollen, unter Anführungszeichen, aber halt kein Wasteland wollen, sondern einfach diese Fähigkeit wollen, was oftmals durchaus praktikabel ist. Ich habe schon öfter, wie gesagt, das One-Off gespielt. Andererseits schaut es, finde ich, cool aus, weil Dust Bowl mit diesem Waste-Design einfach nice ist. Und wie gesagt, es ist halt ein Expedition. Okay, sorry. Wieder in Fokus. Mina und Dan sind auch cool. Ich hatte sie vorhin schon in Foil. Ich habe eh schon viel dazu gesagt. Insofern, Expedition. Muss man gleich separat legen. Muss ich dann gleich eine Perfect Size holen und eins lieben. Urgeil. Urgeil. Also, ich sag's euch gleich, ich bin ein glücklicher Mann. Es war eigentlich ganz wurscht, was jetzt in dem Display noch drin ist, weil das hat's echt mit. Sorry, ich zuck gerade aus. Also, der Mountain ist schon mal urhübsch. Ja, wie wir gesagt haben, ich habe vorhin schon gesagt, ich finde Länder, Feuerländer gut und Mountains auch. Aber, what the fuck? Expedition dahinter, den Cozy Schleck. Der gute Mann, der wurde gegen mich gecastet schon, im mein Pre-Lease-Event, wo Leihwand, mein Gegner hatte 0 Handkarten, hat dann den gecastet und ich habe geglaubt, ich speibe. Weil dann hat er einfach mal 7 Karten gezogen und er hatte einen 12-12 an Bord. Das war nachdem ich seinen 8-9er Eldrazi gehandelt hatte, hat er mir den 12-12 Eldrazi hingelegt. Ja, habe ich dann nicht mehr gewonnen, aber ich habe noch gekämpft. Aber ja, war eher so. Aufgeben tut mein Brief, deswegen habe ich gekämpft. Was man vielleicht noch sagen sollte, damit ein bisschen was wieder zum Topic machen, auch abgesehen von meiner Begeisterung für dieses Display, ist, vielleicht habe ich was davon. Nein, ich habe einfach noch eine Mystic Rare. Okay, der Worldbreaker ist jetzt nicht so bonkers, aber er ist eine Mythic Rare, die gut ist und die man vielleicht sogar spielen wird, weil 7 Mana, 5-7 Reach ist okay und die Fähigkeit ist auch okay und ich bin happy. Da ist auch kein, ich muss dann schauen beim nächsten. Weil das ganze Set hat ja schon wurde schon mit dem Hintergedanken auch für Tour the Giant entworfen, eben in Bezug auf die Search Ability auch. Da ist zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt keine große, ich meine, das ist eine gute Karte, die auch sogar ohne Search gut ist und die man sogar im normalen Limited spielen kann für die Search-Kosten ab und zu, weil halt 3 Mana schon so wenig ist, dass es mit irgendeinem anderen Spell oft dann halt in einem Zug geht. Aber scheinbar hat dieses Search so viele Leute motiviert, weil ich muss ja sagen, ich spiele meistens das Tour the Giant. Ich glaube, ich habe es ein einziges Mal bis jetzt nicht gespielt. Sorry. Christopher, schau, ich habe eine Lilwala. Die ist hübsch. Bist du neidisch? Nein, du bist nicht neidisch, weil du sie natürlich wieder ein Foil willst, du gieriger Hund. Aber ich bin trotzdem glücklich. Also bitte, Kozilek, Dust Bowl als Dings und Lilwala. Ich glaube, jetzt darf ich mich nicht mehr beschweren über den Freund, der Watery Grave, Gideon und Ulamog hatte. Wie gesagt, um zurück zum Thema, Tour the Giant, normalerweise habe ich es immer gespielt, dieses Mal nicht, also da ich das zweite Mal, dass ich nicht gespielt habe, ich hatte einfach keine Zeit gehabt, habe mich auch um keinen Tour the Giant Partner gekümmert, da haben wir gedacht, naja, was soll's, ich spiele halt das normale Pre-Release nur, aber das ist das Problem, also diesen Gedanken, ich spiele nur das normale, das Tour the Giant nicht hatten wohl sehr wenig Leute, weil das Tour the Giant Pre-Release im Spielraum hatte 178 Leute, ja wirklich, 178, wie ich das gehört habe, aber ich glaube, ich scheiße mich an. Ich meine, ich finde es urcool, dass so viel. Oh, und ein Fortnite hier. Und eine. Alter. Das geht mit diesem Display ab, bitte. Gibt's euch das? Hübsches Land. Gute Karte. Wird sicher im Standard gespielt. Wird ziemlich sicher auch im Modern gespielt. 4 Mana, 4-4 Dude, der halt Ventilenklick macht. Und noch eigentlich besser, weil er exiled die Karte. Und die Karte nicht gegen mich sofort zurückgibt. Also, sehr nices Display. Wie gesagt, 178 Leute beim Tour the Giant im Spielraum.
Der Spieler hat das daraufhin auf zwei Turniere aufteilen müssen, damit das vom Platz ausgeht und so. Aber es war für alle Leute Produkte, es konnten alle Leute spielen, es war ein mörderfettes Event. Also das habe ich schon echt cool gefunden. Ich meine, einerseits habe ich dann schade gefunden, dass ich nicht dort war, weil bei sowas dabei sein ist schon nice. Oh, der Eid vom Chase. Den nehme ich doch auch glatt. Ja, Oath of the Chase, also Oath of Chase ist sicher, also ist meines Erachtens der zweitbeste Eid. Der erstbeste ist, glaube ich, einfach der Eid von der Nissa. Aber der ist wirklich auch gut und ich glaube auch, dass der gespielt werden wird. Ja, aber auf der anderen Seite, bezüglich Tour de Giant, war ich auch, habe ich mir auch gedacht, bei 178 Leuten, ich meine, es war im Spiel schon ein bisschen eng und sie haben ein bisschen was ausgelagert, damit sich das ausgeht, aber das Turnier hat stattgefunden und das finde ich halt wirklich großartig, ja. Und ich meine, so ein riesiges Tour de Giant, unglaublich. Dann hast du Chosen. Der ist auch ganz okay, ist ein 4-Manner 2-2 halt, der halt 2-2er scheißt, Entschuldigung, ins Spiel bringt. Ist okay, wenn du das lange Game schaffst zu spielen, im Limited sage ich jetzt mal, im Constructed, glaube ich, ist einfach zu 2 für 4-Manner ein zu kleiner Buddy und dann die Kohortfähigkeit kostet halt dich immer praktisch 2 Kreaturen und das ist halt alles für Constructed, glaube ich, zu teuer, aber für Limited ist es, glaube ich, okay. Wobei, wie gesagt, ich habe halt ein Sealed im Intus. Der Olli, wenn ihr so einen Vlog gesehen habt, ist eher der Meinung, dass das Format sehr auf große Kreaturen abzielt. Oh, noch ein Mainland. Also nochmal das Mainland. Aber wie gesagt, Mainlands wird man immer brauchen, wird man immer spielen. Insofern, nice. Und vielleicht ist dann halt ein 4-Mana 2-2er auch im Limited oder halt im Draft nicht gut genug, das kann ich nicht sagen. Im Sealed hat einer gegen mich Kohort Sachen gespielt und das auch ab und zu aktivieren können und das war auch dann lästig, obwohl ich eigentlich viel Removal hatte, aber ja. Der Tyrann auf Valakut ist jetzt nicht so der Bringer, aber aufgeschissen. Er ist halt ein 7-Mana 5-4 Drache, den man searchen kann, dann ist er, glaube ich, also für 5 Mana ist er fair, für 7 Mana ist er überteuert, aber wir haben es eh auch im Spoiler-Alarm gesagt, der haut uns nicht vom Sockel, weder mich noch dem Christopher. Eigentlich hätte ich es andersrum sagen müssen als höflich, also weder den Christopher noch mich, so. Oh, ja, Nissa-Eid, also Oath of Nissa, der ist wirklich gut, der wird sicher im Standard gespielt werden, wird sicher in Modern gespielt werden und wird wahrscheinlich sogar, also ich glaube, dass er sogar im Legacy-Potenzial hat. Der Vergleich mit Ponder ist jetzt, wie gesagt, nicht hundertprozentig wahr, aber auch nicht von der Hand zu weisen. Wir haben im Spoilerland sehr viel darüber geredet und möchte ich auch gar nicht mehr dazu sagen. Aber die Karte aufzumachen und im Deck zu, also im Display zu haben, ist auf jeden Fall sehr nice. Seagate Wreckage ist auch nice, weil ich glaube, dass das... Weil ich glaube, dass die Karte gespielt wird, beziehungsweise es gibt sogar schon Brews, die spielen einfach halt in das Devoid, Eldrazi, in das aggressive Deck. Eine Karte ziehen ist halt immer super, für 3 Mana ist es fair gekostet, es kostet dich keine Karte, es kostet dich nur halt eine Aktivierung. Und wenn du halt deine Hand leer spielen kannst, was du halt vielleicht wahrscheinlich was dem aggressiven Deck oftmals kannst, einfach weil du einfach die Kreaturen alle hinlegst, beziehungsweise deine Spells spielst. Schub. Ist es halt gratis Card Draw. Und sonst, wenn du es halt nicht aktivieren kannst, machst du halt noch immer dein Mana. Und das ist halt auch oftmals einfach gut genug. Oh, da glitzert es nochmal, da glitzert. Ja, das war die Ali, die habe ich eben zweimal gehabt in meinem Sealed Pool. Einmal als Pre-Release-Karte, einmal normal. Coole Karte, aber wenn man das Deck halt dazu nicht hat, das weiß-schwarze aggressive Deck ging nicht, weil keine Pump-Spells, das weiß-schwarze... Ich verstecke mich hinter der Ali und kill ich mit meinem Fliegerdeck, ist auch nicht gegangen, weil die Flieger in Weiß nicht gut genug waren oder zu wenige. Jo. Crumbling, Vestige, wie auch immer. Coole Karte, weil ich glaube, dass es halt eine sehr günstige Möglichkeit ist, ein Waste Mana zu kriegen, weil es dich halt auch zumindest für einen Turn auf eine Farbe fixt und weil sich halt, obwohl dein Land was getappt im Spiel bringst, legst, es dich keinen Zug kosten, weil du halt in dem Zug für den Landdrop einfach das Mana kriegst. So, jetzt noch 3 Booster.
im Endeffekt, glaube ich, wenn da irgendwas drin ist, was über Durchschnitt gut ist, dann ist es schon fast frech, weil das Display bis jetzt schon ziemlich frech ist, zumindest fühle ich mich so. Und Eldrazi Mimic ist, glaube ich, sogar über den Durchschnitt, weil ein passabler Zweier-Drop ist und im Eldrazi-Deck halt zu einem sehr guten Late-Game-Karte werden kann, weil dann einfach der Eldrazi nachlegst, der kopiert die Power and Toughness und dann greift auf einmal halt an mit einem 2-Mana-Kreatur, die halt dann 5-5 ist zum Beispiel. Das, glaube ich, ist durchaus ein faires Angebot. So, was haben wir da noch drin? Wild Red Emer. Das ist der besser sich, als ich dachte, oder? Ja, genau. Ah, nein, Blödsinn. Okay, also du kannst den halt, das ist der für 3 Mana eine 3-3 ist und wenn du halt eins mehr zahlst, für einen Eldrazi-Token ins Spiel, nein, das ist der. Für jede Kreatur, die in dem Zug gestorben ist, das ist okay, wenn du dein Board wieder, also für jede Nicht-Token-Kreatur gestorben ist, das ist, wenn du halt, keine Ahnung, durch einen Wrath-Effekt deine ganzen Kreaturen verlierst und den halt nachspielst und dann wieder einen Haufen Kreaturen ins Spiel bringst, ist das durchaus fair. So, letztes Booster. Chup, chup, chup. Was gibt's? Was haben wir da? Den Stonehaven Outfitter. Diese Kreatur habe ich jetzt gesehen in einem weiß-roten Goblin-Deck, eben mit den weiß-roten Mainländern, mit den Equipments, die es jetzt gibt, also mit dem Equipment, das +1/+1 gibt für alle vom gleichen Typ. Und finde ich jetzt gar nicht mal so abartig, ja. Aber ist eine Option. Also definitiv eine Karte, die man wahrscheinlich nicht komplett abschreiben darf, weil halt 2 Mana, 2-2 ist okay, beide Fähigkeiten sind gut. Also definitiv auch über den Durchschnitt. Was soll ich sagen? Nice. So, ich werde jetzt kurz noch alles auflegen für euch, damit ihr seht, was so drin war. Also jetzt die Rares und Foils. Und dann sehen wir uns gleich nach dem Cut wieder. So, da bin ich wieder mit den Rares und Mythics aufgelegt. Und natürlich Dust Bowl. Jetzt spielt er ein bisschen, aber es ist Lizard einfach zu cool. Ja, ich muss sagen, das Display ist natürlich nice. Foils gibt es natürlich dann noch diese da. Und die 4 Foil Basics, das ist auch okay. Von denen ist jetzt nicht super Standard Playable, das vielleicht und das vielleicht, vielleicht, vielleicht. Die sind alle Standard Playable oder halt überhaupt Constructed Playable und super hübsch. Da bin ich nur allein schon deswegen glücklich. Ansonsten ist da die Mina in Glitzer noch. Die habe ich einfach zu ihrer nicht glitzernden Verwandten gelegt. Zum Den. Kozilek als Mythic, Dilvala als Mythic und der Worldbreaker als Mythic. Und Sphinx of the Final Word, also 4 Mythics, ist jetzt gar nicht so überdurchschnittlich. Aber halt mit Oath of Chase und Oath of Nissa, 2 wirklich gute Oaths. Plus den Thought Notseer, der halt auch sehr gut ist. Den Beer, den ich gut finde. Ja, die Captain's Claws, die gut sind. Den Stonehaven, also durchaus gute Karten dabei. Natürlich, ich muss immer wieder sagen, Dust Bowl, hallo, hallo. Dann für die, die das interessiert hat, ist in dem Display waren 10 Wastes in Summe. Das heißt, wenn man Wastes braucht, sage ich einmal, hat man sie doch relativ gut in einem Display zusammen, wenn man, vor allem wenn man Basic Wastes braucht. Ja, es gibt ja genug Länder, die eben auch das Waste Mana produzieren, also das Colorless Mana, eben zum Beispiel Dust Bowl. Ja, ich bin sehr glücklich mit dem Display. Coole Karten, coole Mythics, lauter, also vor allem auch die 4 Mainländer, lauter spielbare Karten, die man halt auch wirklich brauchen wird. Ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen, sei es ein Deckcheck, sei es irgendein Vlog oder ein Magic Talk oder einfach ein Deck Wars. Wir haben ja doch relativ viel im Angebot oder wenn wir uns also im Spielraum wiedersehen. Ansonsten wünsche ich euch viel Glück, viel Erfolg beim Booster und Display aufreißen, dass ihr halt auch eure Expeditions habt. Und ansonsten danke fürs Zuschauen, schönen Tag, schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, baba.